Internet und YouTube. Bin zurück in meiner Kapitänskabine. Ich habe meinen Panzerungsspind in der letzten Episode benutzt. Hat wahrscheinlich keiner gesehen, weil keiner 20 Minuten ansieht. Aber ich habe wieder Elon Musk gebaut, aber das ist nichts Neues. Aber ich habe meine E-Mails durchgelesen, auch zum Ende des letzten Parts. Und ich habe jede Menge Einladungen von Frauen. Es ist unbeschreiblich. Und Intercom benutzen und wir rufen... Trainer, falls Sie Zeit haben, ich hätte ein paar Stunden frei. Möchten Sie raufkommen? Ihre Kabine ist ja wunderbar. Yes. Manche Apartments sind kleiner. Mhm. Also, Commander, Spiel gefällig? Spiel? Ich habe auf der Citadel ein Schachbrett gekauft. GUI-Interface. Nicht so schön wie echte Figuren, aber platzsparender. Und Sie haben doch mal sowas Ähnliches wie eine Herausforderung ausgesprochen. Interessiert? Ist das alles? Das Aufregendste, was Ihnen einfällt, ist eine Partie Schach? Nun, wenn Sie dem nicht gewachsen sind... Abwarten. Ha! Muss ich jetzt Schach spielen? Oh, komm, mach das nicht. Ha! Ach, jetzt aber! Ganz genau, Commander. Sie wollten Ihren Bauern wohl die Demütigung ersparen, von mir regiert zu werden. In der Realität hätte es funktioniert. Die Realität ist aber auch kein Brett mit 64 Feldern. Sie wissen, was ich meine. Bauern sind Infanterie. Und gute Kroganer-Infanterie wird mit so einem Ansturm fertig. Da fällt mir ein Witz ein. Was ist der Unterschied zwischen Commander Shepard und einem Kroganer? Der eine ist ein unaufhaltsamer, zerstörungswütiger Krieger. Wie wär's, wenn wir im Bett spielen? Ja, schon klar, das bin ich. Und der andere hat keine altkluge Com-Offizierin, die ihn auf Kurs hält. Das ist noch besser als die Pointe mit der Anzahl der Hoden. Freut mich, dass sie nicht ins Labor zurück. Okay, sie will es, sie hat Hoden erwähnt. Danke. Also, Revanche? Aber klar. Was jetzt? Oh ne, ich dachte, da kommt noch ein paar Optionchen. Ein paar Optionchen. Was? Oh, jeez. Na. Oh, komm schon. Trainer, schicken Sie Diana rauf. Sie wollte ein Interview. Sofort, Commander. Nein! Bereit zu einem Gespräch, Commander? Ich weiß genau, was du willst. Bereit. Nein! Jetzt nicht! Commander, es shut ist up, kein... Shut up, und shut nur, up, das... Wenn nein, eine kleine nein. Terrororganisation die Citadel angreifen Wieso ist kann, das so komisch? Gibt es da noch einen sicheren Ort? Wieso ist das so? Hey! Oh, Jesus Christ! Boah! Cerberus wollte das gleich. Wie lange shut kann up. Ihrer das Meinung ist nach beendet. Eine... Danke für... Das hätte ich besser hinkriegen können. Ich auch. Ich weiß, dass Sie mich Du kannst mich jetzt nicht hier. Shut up. Es ist mir jetzt völlig... Ich habe... Wo ist mein... Hier. Ist das mein Speicherpunkt? Trainer einladen. Es tut mir leid, Internet, aber... Okay, da kann man benutzen. Trainer, falls Sie Zeit haben, ich hätte ein paar Stunden frei. Möchten Sie raufkommen? Komm schon. Anscheinend muss ich die erste Ihre Option. Ihre Kabine ist ja wunderbar. Ja, also, hatten Commander, wir schon. Und Sie haben doch mal sowas Ähnliches wie eine Herausforderung aus. Die Realität. Bett. Der andere ist an einem anderen Spiel interessiert. So. Nämlich? Oh. Tut mir leid. Sie wirkten interessiert. Oh, nein, mir tut's leid. Aber Sie sind nicht mein Typ. What? Wissen Sie noch, wie sehr ich Edis Stimme mochte? Oh, Verzeihung. Ich wusste nicht. Oh Gott, ist Kein das peinlich. Problem. Immerhin kann ich erzählen, dass ich Shepards Herz gebrochen und ihn beim Schach vernichtet habe. Ach, wirklich? Außer Sie möchten Ihre Ehre zurückerobern. Aber klar. Boah, da Samba. Oh Gott. Es gibt auch in der heutigen Technologie, in dieser Zeit, wo wir hier das spielen, gibt es doch Möglichkeiten, wo ich mich anhöre wie Edi, oder? Trainer, schicken Sie Diana rauf. Sie wollte ein Interview. Absolut. Sofort, Commander. Gut.
Bereit Hello. Zu einem Gespräch, Commander? Absolut. Ich bin bereit. Lass uns reden. Commander, es ist kein Geheimnis, dass der Ratssektor in letzter Zeit große Verluste durch die Reaper erlitten hat. Und nun hat Cerberus unseren Regierungssitz direkt angegriffen. Wenn eine kleine Terrororganisation die Citadel angreifen kann, gibt es da noch einen sicheren Ort? Was ist hier blau und rot? Sie sind gescheitert. Cerberus hat begrenzte Ressourcen. Dieser Putschversuch war alles, was sie konnten. Und er hat sie viel Geld und Truppen gekostet. Angst ist verständlich, aber sie darf einen nicht lähmen. Ihre Misserfolge sind ebenso zahlreich wie ihre Erfolge. Aber die Menschheit hat ihren Ratsherrn verloren. Das Allianzparlament ist zerstört und der Premierminister ist tot. Es wird bald keine Nachfolger mehr geben. Wie lange kann Ihrer Meinung nach eine neue Allianzregierung halten? Verlieren Sie den Glauben nicht. Es wird Anführer geben, keine Sorge. Super. Unser Feind ruht nicht, solange noch ein Mensch am Leben ist. Bis dahin sind wir nicht besiegt. Jetzt hat jeder die Pflicht, sich zu erheben. Also gut. Und nun eine Frage von Tessia. Commander, während Ihres Tribunals hieß es, Sie hätten Verbindungen zu Cerberus. Danke für Ihre Zeit, Commander. Ich bin Diana Ellis für Battlespace. Gute Nacht und bleiben Sie stark. Woher kommt Vorsicht, die Kamera? Commander. Also, wenn das so weitergeht, folge ich Ihnen bis nach Hause. Damit habe ich kein Problem. Das haben Sie doch bereits. Wie soll's weitergehen? Ich habe ein gutes Interview bekommen, Commander. Mehr brauche ich nicht. Was mir braucht... Was? Heute. What? What? God! God! Nummer 2! Corp, oh jeez. Heute, heute. Morgen will ich, vielleicht ich nicht. Vielleicht doch. Wahrscheinlich schon. Eher schon. Bombe, ist mir Wurst. Ach so, Längen, das war doch auch noch. So eine Lust auf ein Spielchen, ja. Treffen, das hatten wir doch. Das hatten wir. Ja, die habe ich umgebracht, das wird sowieso nichts mehr. Ich bin jetzt wieder, ich habe sie bei meinem letzten. Auf der Citadel, oh Gott, Jesus, mir leid. Oh, Jesus. Miranda. Miranda will mich unbedingt. Okay. Wow, 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 wow. What? Was ist das neu? Ich brauche eine Ausrede, um mich von diesen Monitoren loszureißen. Besuchen Sie mich bitte, wenn wir das nächste Mal bei der Citadel andocken. Noch eine Warte an Sie. Achso, ich dachte, alles lesen. Okay, okay. Ich muss zur Citadel. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Kotzen. Es ist zum Kotzen. Schöne Shuttle-Bucht haben. Oh, Jesus. Ich kann auch jetzt nicht alles stehen und liegen lassen. Vielleicht habe ich die E-Mail, wahrscheinlich habe ich das jetzt verbockt, so oder so. Oh no. Na, hier will ich hin. Oh Gott. Irgendjemand erzählt von dem Schach? Die Cerberus-Wissenschaftler sind sicher bei der... Ich was? Eine große... Okay, sonst gibt's nichts. Ist irgendwas passiert hier in meiner Kabine? Hier ist die Grissom-Akademie und nun das. Gute Abend. Ja, ja, jetzt. Ja, ja. Wir verlassen diesen Ort. Fuck. Oh Gott. Hallo? Okay, danke schön. Ein Treibstoff.
Oh, Jesus! Sollte mal wieder tanken. Ich sollte generell tanken. Alright. Wir docken ein. Völlig Wurst. Normandy, wir übergeben hiermit Ihre Andockfreigabe an einen Allianzbeamten. Das passt. Kaum wieder in Aktion will uns die Allianz schon ein Halsband umlegen. So heißen wir Sie eben willkommen, Flight Lieutenant. Ja, Ma'am. Erbitten Erlaubnis zum Andocken. Erlaubnis erteilt. Sollen wir ein privates Transportmittel bereitstellen? What? Nee. Nein, nicht nötig. Die Navigation wird aufgrund der Anzahl von Flüchtlingsschiffen im Dockbereich zunehmend schwieriger. Das interessiert mich alles überhaupt nicht, irgendwelche Flüchtlinge. Es tut mir leid. Politisch nicht korrekt. Man, okay. Ein Freund von mir war Sicherheitskraft bei Sonax. Das Einzige, was mich jetzt interessiert. Sicherheit proteanische Tech. Amanda. Präsidium unter Haus. Zuerst will ich die blaue Frau. Ich will die blaue Frau. Ich will die blaue Frau. Haben Sie herausgefunden? Nein. Achso, du redest nicht mit mir. Okay. Wohin wollte ich? D24. Oder? What? Meine Güte, du, ich sag's dir, wenn ich mein Gehirn. Präsidiums unter Haus. Spectre-Status erkannt. Einen Moment bitte. Alles umsonst. Ankunft im Präsidium Unterhaus. So, du stehst wieder dort hinten irgendwo herum, oder? Gehst mir auf die Nerven. Am Blue, Blauben, Blieblauben, Blauben. Sieh mal an, wer hier nicht mehr sitzt. Hat sich schon erledigt, der Gute. Komm her. Komm her, du brauchst Ablenkung. Wollen Sie wirklich nicht etwas Aufregenderes unternehmen? Ja. Ich liebe diesen Teil des Präsidiums. Erinnert mich an meine Kindheit. Wo war das? Amali, auf Tessia. Meine Mutter und ich wohnten bei einem Park. Ich war oft dort. Was haben Sie da gemacht? Lesen, erkunden, Ärger kriegen, weil ich im Gras Ruinen ausgraben wollte. Sie machen Witze. Unglaublich schlechte. Ich war sehr jung. Kinder sind irgendwie... Das ist komisch. Kinder machen Dummheiten. Alle Kinder machen mal Dummheiten. Das stimmt, aber ich hatte dabei auch noch Glück. Meine Mutter schimpfte zwar, kaufte mir aber am nächsten Tag mein erstes Geschichtsbuch. Ich vermisse sie. Erzählen Sie mir mehr über sie. Wie war sie? Sie war selbstbewusst und freundlich. Sie trug gerne gelb. Für mich war sie die schönste Frau der Welt. Du bist für mich die schönste Frau der Welt. Wird schon wieder, Liara. Vermutlich. Danke, Shepard. Es geht mir schon besser. Ich wünschte, wir könnten mehr Zeit so verbringen. Als Freunde. Das würde mir gefallen. Aber Freunde, warum hast du das so blöd erwähnt? Das wäre schön. Und vielleicht werden sie nach dieser Sache ja sesshaft. Sie können sich ein bürgerliches Leben bei mir nicht vorstellen, oder? Nein, aber deshalb sollten wir unbedingt in Kontakt bleiben. Um hin und wieder ein paar Geheimnisse zu teilen? Genau das. Das kann jetzt nicht dein Ernst. Das kann doch nicht, das kann doch nicht. Hallo, Shepard. Shut up, Miranda! Habe ich einfach zu wenig Dinge erledigt? Warum blitze ich hier bei jeder Frau ab? Das kann doch nicht... Da! Zum Kotzen!
James, vielleicht will James etwas wenigstens. Wo ist jetzt die... Miranda. Ist Botschaften, okay. Gut. Ich verstehe nur nicht, warum du plötzlich solche Zweifel hast. Schwere Verluste bei den Menschen nach Angriffen der Reaper-Truppen auf die Kolonien Elysium, Tim Dream. Botschaften. Wählen Sie bitte ein Ziel auf. Einen Moment bitte. Dankeschön. Ankunft bei den Präsidiumsbotschaften. Wie zum Henker komme ich denn dorthin? Wie zum Teufel? Wer war hier? Überhaupt? Gut, 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 gut. Das ist nicht das. Das ist nicht der Ort, wo ich hin will. Zugangscode, Überwachungsfreigabe, interessant. Alright. Was aktivieren? What? Mir ist das völlig Wurst. Was auch immer ich hier aktiviere. Nachrichtenterminal. Schön, dass Sie okay sind, Shepard. Miranda, was ist los? Ein Treffen war nicht möglich. Die Citadel ist im Moment zu gefährlich. Ich habe von dem Putschversuch gehört. Ja, Udina hätte mit Kai Leng fast die Macht an sich gerissen. Kai Leng? Der schmierige Mistkerl lebt noch? Er lebt und steckt mittendrin in dieser Sache. Ich bin noch dabei. Das verkompliziert die Lage. Ich werde vorsichtig sein. Ich habe nicht viel Zeit, aber Sie sollen wissen, dass meine Schwester Oriana verschwunden ist. Interessiert mich ungemein. Verschwunden? Was ist passiert? Mein Vater hat sie gefunden und entführt. Direkt auf der Straße. Wenn er ihr etwas angetan hat, bringe ich ihn um. Miranda. Shepard, hören Sie zu. Ich werde von Cerberus-Attentätern gejagt. Es sind viele. Ich muss mich bedeckt halten. Komm auf mein Schiff. Was? Warum? Es gibt ein Gerücht. Vielleicht ist es mehr, dass mein Vater für den Unbekannten arbeitet. Sicher was Großes. Verbindungen zu Cerberus? Warum sollte Ihr Vater für den Unbekannten arbeiten? Vor allem jetzt? Mein Vater will unbedingt sein Vermächtnis bewahren. Vermächtnis? Er will in die Geschichte eingehen, damit seine Dynastie einen Platz in der Ewigkeit hat. Und der Unbekannte hat ihm ein Angebot gemacht? Ganz genau. Er muss aufgehalten werden. Was immer mit Ihrem Vater vorgeht, es ist nichts Gutes. Wir müssen das aufklären. Ja, sicher, aber ich muss das selbst erledigen und aufhören, vor meinem Vater davonzulaufen. Sind Sie sicher? Ja, ich kann erst wieder klar denken, wenn Ori sicher ist. Seien Sie vorsichtig. Das kann ich nicht versprechen. Könnten Sie's? Nein, könnte ich nicht. Das war's. Das war's. Ja, du. Botschaftswache. Pff.
Boah, Songa, du. Ha, Mama. Das Leben als Shepherd ist anstrengend und einsam. Zum Kotzen. Also. Auf in die Bar, da muss es doch eine Frau geben. Ein bisschen die Hüften bewegen, shaken, einen Drink spendieren, 3 Drinks, 4, 5. Betrunken machen und dann geht's schon. So, jetzt aber genug von meiner Panzerung. Suchen wir die Jungs und feiern. Redet ihr noch immer über die Panzerung? Das hatten wir vor 15 Parts. So, jetzt Party on. Vielleicht hast du es dir anders überlegt. Wer kommt denn da? Na, ich bin's. Blue Suns, Bloodpack. Ich weiß. Und? Haben Sie etwas auf dem Herzen? Ja, und zwar gar nichts. Wir reden später. Das war die Mail. Ganz sicher. Komm schon, du unterkühltes Luder. Joker? Ich hab noch nichts kaputt gemacht. Das ist doch ein Anfang. Muss hier irgendjemanden gehen. Trinken. Oh Gott, Jesus. Geh weg. Sauf mich an. Nimm einen Schluck, Shepard, komm. Ja, das war gut. Das war super. Nochmal, komm her. Mir ist völlig voll. Ich betrink mich hier. Was soll ich schon machen hier? Yeah. Noch einen Drink. Komm her, was ich kann nicht. Gib mir noch einen Drink. Ja. Ich höre schon nicht mehr. Hallo? 3 Drinks. 3 Drinks. Oh Mann, wie peinlich. Oh no. Hast du was mit mir gemacht? Hast du mit mir was gemacht? Ich habe nichts mitbekommen. Da? Blue Suns Blood Pack. Und? Haben Sie etwas auf dem Herzen? Wir reden später. Ganz sicher. Oh mein Gott, was denkt sie jetzt noch? Drei Drinks? Ich bin neben mir auf die Couch gelegt. Nee, ich brauche noch. Ich muss was trinken, um mich von dieser Peinlichkeit zu erholen. Komm her. Ich glaube, ich werde jetzt ein Alkoholiker. Beiß das scharfes Zeug, du. Und die berühmte Nummer 3. Komm schon. Weg damit. Okay, das bedeutet, ich schaffe mindestens 4 Drinks diesmal. Ich bin gut. Oh, 4. Zuerst 3, jetzt 4. Es was? Schau mich nicht so vorwurfsvoll an. Mist. Verdammt nochmal, wer war denn diese? Alright, das war's hier auf der Citadel. Ah, ich bin wieder hier. Ah, das war der falsche Weg. Verdammt, irgendjemand hier, der leuchtet. Du, I want you now. Gehen wir nochmal hier. No? Was geht ab, Jungs? Ich bin in den letzten 5 Minuten 2-mal betrunken. Bitte!
Hallo? Hi. Hey. Hi. Hallo? Yes! Edie! Edie! Willst du mit mir reden? Ne? Bist du tot? Edie! Okay. Was für eine depressive Folge. 10 Korps. Abfuhr erhalten. Ich habe mich zweimal betrunken gemacht. Oh Gott. Oh Gott. Oh mein Gott. Elevator. Die Joker, lasst mich in Ruhe. Liara, pff. Taktikus. Frachtraum B. Oh. Okay, machen wir das noch. Vektorstatus erkannt. Ich weiß ja nicht ganz umsonst hier. Jesus. Jesus Christ. Ankunft in Andockbucht E24. Ich will mit niemand mehr reden in diesem Spiel. Es ist. Kotzen. So, du bist hier irgendwo. Hier, ne? 666. War das jetzt ganz hinten, oder? Wer redet hier? Natürlich ging ich daneben. Ich erkenne Sie. Sie sind Commander Shepard. Und Sie müssen Taktus sein, der als Anführer der Flüchtlinge gilt. Ja, jemand muss ja für etwas Ordnung sorgen. C-Sicherheit hat den Zugang zur Citadel eingeschränkt. Und viele Verzweifelte können nirgendwo mehr hin. Traurig. Und medizinische Vorräte brauchen sie auch. Dr. Chakwas erwähnte einen für alle sinnvollen Handel. Ich war bewusst deutlich. Die Allianz ist meistens ziemlich egoistisch. Vertrauen ist in diesen Zeiten selten geworden. Ich weiß, sie brauchen unsere Militärvorräte. Aber die sind viel wertvoller als ihre medizinischen. Ihr Angebot war nicht ausreichend. What? Oh, nee, das bedeutet, ich habe hier nicht... Oh, Jesus. Tun Sie das Richtige. Ja, ich kann... Verdammt! Ich schenke nix. Dieser Handel nützt uns beiden, Taktus. Der Schwarzmarkt ist sehr lukrativ. Ich muss an das Wohl meiner Leute denken. Ich warte auf das richtige Angebot. Tut mir leid, Commander. Guten Tag. Kann ich dich killen? Wisst ihr, was ihr für einen Vorteil habt? Ihr seht alle gleich aus. Verdammt, ich sag's Ihnen doch. Jemand hat die Medigil-Spender sabotiert. Nein, wenn ich den Täter kennen würde, hätte ich ihn doch verhaften lassen. Es ist doch egal. Ich hingegen finde es schon wichtig, wenn mir turianische Soldaten wegsterben, weil ich sie nicht versorgen kann. Verdammt, ich sag's Ihnen doch. Ja, ich hab's verstanden. So, und auch hier. Gescheitert like a pro. Weil ich nicht genügend Points habe. Exzellent. Das war die schlimmste, depressivste Folge aller Zeiten. Das ist fast für ein Desaster. Ich sollte nochmal in die Bar gehen und mich betrinken. Aber ich muss töten. Wählen Sie bitte ein Ziel. Einen Moment bitte. Ich gehe töten. Ich sage mich los von den Frauen und von den Bars. Ich brauche nur mich und mein Gewehr. In Andockbucht D24. Alles andere ist mir Wurst. Hallo? Nein. Ich beantrage eine Versetzung in eine Zone mit Reapern, Sergeant. Darf ich fragen, wie Sie darauf kommen, dass Ihr Einsatz besonderen Bedingungen unterliegt, Brian? Warum habe ich es überhaupt versucht? Ich glaube, ich kann gegen die Reaper besser vorgehen als gegen Cerberus. Und auf welcher Kampferfahrung mit den Reapern basiert? Jupp. Zurück. Geht mir alles den Augen.
Commander? Admiral Hackett ist in der Einsatzzentrale über Videoleitung verfügbar. Commander? Hackett kann mich kreuzweise. Jeder, ihr könnt mich alle. Gibt's eine neue E-Mail hier? Vielleicht für irgendjemand? Ja, das war der verdammte Vorschlag, Ashley. Es tut mir leid. Miranda. 10.000. Keine neuen E-Mails. Lasst mich in Ruhe. Okay, wo kann ich töten? Das ist das Einzige, was mich jetzt interessiert. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Danke fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss.